Alle 13 Sekunden erscheint ein wissenschaftliches Paper. Vielleicht genau die Sensation, mit der Experten und Journalisten in der Debatte den Unterschied machen würden, wenn sie es vorher lesen könnten. Möglich ist das. Innerhalb einer Sperrfrist oder auch Embargo kann das Paper von registrierten Journalisten gelesen werden. Dazu müssen sie sich beim Herausgeber des Papers verpflichten, diese Sperrfrist einzuhalten. Der Journalist bräuchte Experten, weiß aber nicht, wer einer ist. Der Experte wäre kompetent, wird aber nicht gefragt. Das Science Media Center macht möglich, dass Experten und Journalisten innerhalb der Sperrfrist zusammenkommen. Dazu müssen sie sich beim SMC akkreditieren. Hat das SMC ein Paper ausgewählt, holt es Statements von Experten ein, sammelt sie und schickt das Ergebnis exklusiv an seine akkreditierten Journalisten. Damit haben die Journalisten einen Zeitvorsprung gewonnen. Sie können nun ihre Geschichte schreiben, erhalten vor Ablauf der Sperrfrist eine Einordnung und exklusiv ausführliche Expertenstatements, die sie frei auswählen und nutzen können. Fällt das Embargo, geht ihr Bericht in Zeitung, Radio oder Fernsehen um die Welt. Science Media Center Germany. Wir lieben Aufklärung. Akkreditieren Sie sich.